Eins, zwei, drei. Klappe zu. Irgendwie so. Ich bin in den Schweizer Alpen und genieße hier gerade die Aussicht. Das ist mein allererster Vlog. Habe ich noch nie gemacht. Aber wir werden überredet hier, sowas zu machen, mehr zu dokumentieren und zu zeigen, so ein bisschen hinter die Kulissen, was wir so tun. Und da wollte ich euch mal kurz mitnehmen, was wir hier in der Schweiz gemacht haben. Denn ich bin gerade in einem wunderschönen Chalet mit Pool, mit meiner Mastermind-Gruppe und mit Sigrun und genieße das hier einfach total. Wir haben hardcore gearbeitet, das auf jeden Fall. Also jeden Tag mehr als 8 Stunden gesessen und Pläne geschmiedet. Wir haben Gastsprecher hier gehabt, unter anderem James Wetmore, der uns 2 Stunden lang gecoacht hat. Wir haben ihn Fragen stellen dürfen. Und natürlich haben wir Pläne gemacht. Also zum einen habe ich überlegt, was ich dieses Jahr überhaupt noch machen möchte, ohne zu viel zu arbeiten. Denn ihr könnt euch vorstellen, mit Baby, mit kleinem Baby will man nicht zu viel machen, aber ganz aufhören kann ich natürlich nicht. Ich bin halt so ein kleiner Workaholic. Könnt ihr euch vorstellen sicherlich, dass ich nicht diejenige bin, die dann zu Hause sitzt und wirklich nichts anderes macht. Also ist für mich wichtig, dass weiterhin noch was passiert. Das habe ich gemacht. Wir haben natürlich auch Urlaub gemacht. Ich habe ein paar Tage vorgehängt und ein paar Tage nachgehängt. Normalerweise, wenn ich Sigrun besuche für einen Mastermind-Tag, mache ich das nicht. Da fliege ich hin, um wirklich nur zu masterminden und dann auch wieder zurückzukommen nach Hause. Und eigentlich bin ich dann total überfordert. Diesmal haben wir tatsächlich 2 Nächte vorne dran gehängt und wir hängen auch hinten noch eine Nacht dran. Also am Anfang waren wir in Genf, haben auch Sightseeing gemacht und ich habe es sehr genossen, hier mit Katharina, wir waren zu viert, einen Mietwagen zu buchen. Das heißt, Katharina war dabei. Mein kleiner Life war dabei, der jetzt 2,5 Monate alt ist und einfach ein Traumbaby. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, der hat hier Sachen gemacht, von denen man denken würde, das macht nicht jedes Baby so mit, aber er hat es einfach wunderbar mitgemacht. Und meine Mama war dabei, die dritte oder vierte im Bunde, als Babysitter, weil ich muss natürlich jemanden mitnehmen, der auf ihn aufpasst, solange ich hier am Arbeiten bin. Sigrun gibt uns auch wirklich nicht viele Pausen. Das heißt, es ist hier wirklich sehr, sehr inspirierend. Und da musste ich jemanden mitnehmen, der babysittet. Und wer ist da besser geeignet als meine Mama, die von meinem Business überhaupt nichts versteht und eigentlich auch gar nicht unbedingt das verstehen will. Die haben ein Ladengeschäft, also wirklich was komplett anderes. Und sie hat jetzt mal richtig hinter die Kulissen schauen können und ist mal aus unserem Dorf rausgekommen, um hier wirklich tatsächlich mal meine Art von Denkweise mitzubekommen. Denn wir sind komplett anders mittlerweile im unternehmerischen Denken. Und das hat sie jetzt mal mitbekommen, hat ihr Englisch ein bisschen verbessert und hat natürlich meinen kleinen Sohn hier betuddelt. Das war total schön zu sehen, dass sie einfach auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen konnte, weil sie viel zu viel arbeitet zu Hause. Aber das kennst du vielleicht. Und ich fühle mich jetzt sehr, sehr, sehr wohl hier im Retreat auf der Schweiz. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Genf war wirklich wunderschön. Wir bleiben dann am Ende noch in Lausanne, werden dort noch eine Nacht verbringen und dann geht's weiter nach Hause. Ein Wochenende wieder mal mit meinem Mann verbringen. Das kommt jetzt gerade auch nicht so oft vor, weil das Wochenende davor war ich auf der Podcast-Helden-Konferenz. Auch da war ganz viel los. Ich war Speaker auf der Bühne und hatte auch dort einen Babysitter mit, um auf den Live aufzupassen, denn ich nehme ihn natürlich mit. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, eine stillende Mama sein zu dürfen, die auch voll im Business steht und er macht das auch alles wunderbar mit. Das geht sicherlich nicht mit jedem Baby, aber ich habe wahrscheinlich ganz viel Glück. Und ich hoffe einfach, dass das so bleibt, denn ich habe einiges noch vor dieses Jahr und ich versuche euch dann ein bisschen mehr mitzunehmen und hier einen kleinen Vlog zu machen. Das war jetzt das allererste Mal, dass ich das so gemacht habe und ich freue mich auf euer Feedback und wie ihr das so findet mit dem Vlog. Und wir sehen uns dann auf Facebook, wo wir Facebook-Marketing leichter machen. Bis dann, ihr Lieben.